Das Kinderdorf Pestalozzi in Tragen ist heute statt einem idyllischen Ort eine einzige Baustelle. Über 500 Hilti-Mitarbeiter schickt den Werkzeugbauer auf eigene Rechnung arbeiten. Egal ob Platten verlegen oder eine Deko für den Garten, sie machen alles. Was für die Arbeiter eine schöne Abwechslung ist, ist für das Kinderdorf, das von Spenden lebt, ein grosser Segen. Tobias Lehnherr. Im sonst beschaulichen Kinderdorf Pestalozzi in Tragen geht heute richtig die Post ab. Mit vereinten Kräften bringen 550 Handwerker von der Hilti die Infrastruktur rund ums Kinderdorf wieder in Schuss. 38 Projekte aller Art gilt es innerhalb von etwa 6 Stunden umzusetzen. Das sind beispielsweise Renovationsarbeiten, die sowieso schon lange fällig wären, aber auch frische Bepflanzungen rund um die Häuser oder wie hier der Bau von einer neuen Grillstelle. Für das Pestalozzi Kinderdorf ist das Geschenk von der Hilti ein wahrer Segen. Wir bekommen sehr viel Gratis-Arbeitsleistung über. Ich finde, es ist ein genialer Einsatz von allen Mitarbeitern von Hilti, aber auch unseren Leuten. Und das schweißt sehr zusammen und gibt tolle Erlebnisse. Und man sieht, wie es überall wimmelt und sich entwickelt. Das gibt einem ein sehr gutes Gefühl. Verantwortlich für die einzelnen Baustellen ist der Projektleiter Marcel Ori vom Kinderdorf. Die rund 1000 helfenden Hände zu koordinieren, ist keine leichte Aufgabe. Bis jetzt läuft aber alles nach Plan. Das ist natürlich nicht einfach. Das hat man nicht so häufig, dass so viele Leute involviert sind in ein Projekt an einem Tag, während 6 Stunden. Gleichzeitig haben wir gute Leute. Also das kann man nur in einem guten Team kann man so etwas auf die Beine stellen. Und ich glaube, was wir heute sehen, das ist wirklich eine Teamarbeit und es spielt ineinander und das macht enorm Spass. Zufrieden ist auch der Werkzeugkonzern selber, der mit dem Kinderdorf Pestalozzi genau den richtigen Partner für den guten Zweck gefunden hat. Sie fühlen sich sozialen Institutionen verpflichtet und helfen jedes Jahr irgendwo aus. Soziales Engagement ist eigentlich ein Kernteil von unserer Philosophie. Und darum machen wir das. Es gehört zu dem, was wir tun. Wir tun es sehr gerne. Es ist motivierend für unsere Mitarbeiter. Und das bestätigen sie gerade selber. Wenn dann das Wetter so ist wie heute, dann ist es einfach super, hier im Freien zu arbeiten und das weiterzubringen. Es ist mal ein Tag von draußen mit vielen anderen Leuten von Hilti, die man eigentlich sonst nicht sieht, alltag. Und ja, es ist ein guter Zweck. Mal lustig rauszukommen. Ich hätte jetzt gehofft, mit Hilti-Maschinen zu arbeiten, aber jetzt arbeiten wir mit dem Pinsel, mal was anderes. Nicht elektrisch, sondern mechanisch. Ne? Schon morgen ist der ganze Zirkus aber wieder vorbei und die Hilti-Leute sind wieder im Büro. Das Pestalozzi Kinderdorf kann vom Aktionstag aber noch lange profitieren.